Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Nach dem Projekt Deutsche Einheit infolge der Wiedervereinigung unseres Vaterlands ist das uns heute zur Beratung vorliegende Gesetzespaket zur Energiewende wohl das größte innerdeutsche Projekt zu Beginn dieses Jahrhunderts. Es ist, und ich gehe mit diesem Begriff wahrlich nicht inflationär um, von historischem Ausmaß. Und dabei ist es im Übrigen, meine Damen und Herren, nicht alternativlos. Die Alternativen dazu sehen wir ja in unserem europäischen Umfeld, in Schweden, in Tschechien und vielerorts anderswo. Warum dennoch? Weil es, meine sehr geehrten Damen und Herren, nach den für uns alle unvorhersehbaren Ereignissen in Fukushima in Japan, einem der Hochtechnologiestaaten dieser Welt, der einzige auf Dauer und Nachhaltigkeit ausgerichtete, ethisch verantwortbare Weg der Energiegewinnung sein wird. Und warum, so fragen einige, ist das nicht schon 1986 nach Tschernobyl geschehen? Auch damals gab es Auswirkungen, die sich als sogenanntes Restrisiko von Menschen als kaum oder nicht beherrschbar darstellten. Aber es gibt einen wesentlichen Unterschied. Im Unterschied zu heute gab es damals noch nicht die Möglichkeiten der Nutzung erneuerbarer Energien in dem Maße, über die wir heute verfügen. Und heute ist die Bereitschaft bei unserer Bevölkerung, unserem Landtag, meiner Regierung und auch bei mir, derlei Restrisiken im Verhältnis zu den alternativen Möglichkeiten der Energiegewinnung einzugehen, deutlich geringer geworden. Und warum also den im Krisenfall schwierigeren Weg gehen, wenn der leichtere und sicherere vor uns liegt? Aus diesem Grund begrüßt die Landesregierung das von der Bundesregierung eingebrachte Gesetzespaket. Wir stehen zu dem gefundenen Konsens beim Atomausstieg. Und als ein Land mit 3 Kernkraftwerken und einem der höchsten Stromexporte innerhalb Deutschlands muss ich allerdings auch darauf hinweisen, dass auch dieser Weg nicht ohne Probleme, vielleicht auch ohne Risiken ist. Deutschland ist ein Land mit hohem Energieverbrauch. Wir brauchen und benötigen bei allen Einsparmöglichkeiten auch in Zukunft viel Energie, wenn wir unseren Wohlstand und den Wohlstand unserer Kinder und Enkelkinder wahren wollen. Und dieser Tatsache müssen wir uns emotionslos nüchtern stellen. Und deshalb liegt in der heute zur Debatte stehenden Energiewende auch zugleich eine der größten Herausforderungen der näheren Zukunft vor uns. Häufig frage ich mich, schaffen wir es? Ist es machbar? Schleswig-Holstein hat mit einem enorm hohen Anteil an erneuerbaren Energien gezeigt, dass es machbar sein kann, dass Deutschland über noch viel ungenutztes Potenzial verfügt. Und ich beantworte meine Frage deshalb, wenn wir uns nicht entzweien, wenn wir alle an dem gemeinsamen Strang ziehen, dann ist es machbar und wir wollen es. Wir wollen diese Herausforderung, die auch große Chancen für unser Land birgt, über die meines Erachtens noch viel zu wenig gesprochen wird. Wir wollen diese Herausforderung annehmen und bestehen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn uns der Energieumstieg gelingen soll, darf er allerdings für die betroffenen Länder, also solche, die in ihrem Gebiet über Kernkraftwerke verfügen, auch keine finanziellen Risiken bergen. Das gilt gerade und erst recht für mein Bundesland mit der höchsten Kernkraftwerksdichte, das zugleich auch noch Konsolidierungsland ist. Wir brauchen daher das klare Signal, dass die Länderhaushalte nicht mit Entschädigungspflichten und Haftungsrisiken konfrontiert werden. Und darüber hinaus sind aus meiner Sicht noch einige weitere Nachbesserungen erforderlich. Die großen Zuwachspotenziale bei den erneuerbaren Energien liegen in der Windenergie, sowohl an Land wie auch auf See. Und um diese Potenziale schnell zu erschließen, müssen wir jetzt die entsprechenden Anreize setzen. Das heißt konkret, einen Investitionsschub lösen wir nur dann aus, wenn wir den Windparkbetreibern gleich am Anfang eine höhere Vergütung zugestehen. Und unser Vorschlag
für ein Stauchungs- und Streckungsmodell ist dennoch kostenneutral, da es zum Ende hin eine verkürzte Förderung vorsieht. Als weiteren Anreiz für den Offshore-Bereich sollten wir eine zu frühe Erhöhung der Degression ab 2018 vermeiden. Und lassen Sie mich auch auf das Netzausbaubeschleunigungsgesetz eingehen. Was jetzt überhaupt nicht passieren darf, ist eine Verzögerung des Netzausbaus. Wir in Schleswig-Holstein haben bereits Maßnahmen des Ausbaus eingeleitet, und die wollen wir auch zu Ende führen. Und deshalb haben wir eine Übergangsregelung für den Netzausbau vorgeschlagen, damit die Länder ihre bisher begonnenen Verfahren abschließen können. Eine solche Regelung brauchen wir, solange noch kein Bundesbedarfsplan vorliegt. Auch die Bundesnetzagentur befürwortet eine solche Regelung. Meine Damen und Herren, ein Problem wird kommen. Wir müssen die Menschen mitnehmen beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Und ich weiß, wovon ich rede, weil wir mit diesen Problemen jeden Tag bei uns in Schleswig-Holstein konfrontiert sind. Beispiel Biogasanlagen. Hier darf es nicht zu einem unkontrollierten Zuwachs kommen. Schon heute haben wir teilweise große Akzeptanzprobleme vor Ort. Und die Gemeinden müssen Einfluss auf die Bauleitplanung haben. Und deshalb sollten wir die Privilegierungsgrenzen für Biogasanlagen nicht anheben. Die Regelung des Lärmschutzes sollten Grundlagen für die Entscheidungsmöglichkeiten der Gemeinden sein. Und auch daran sehen Sie, wir werden beim Umbau der Energielandschaft viele Interessen miteinander in Einklang bringen müssen. Und abschließend noch einige Worte zum Energie- und Klimafonds. Alle müssen dabei eingebunden werden. Und deshalb fordert Schleswig-Holstein nicht nur die Einbindung aller Länder am Energie- und Klimafonds, sondern auch die Teilnahme des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. Das BMVBS ist ein wichtiger Partner, da bei ihm die Zuständigkeit für die energetische Sanierung von Gebäuden liegt. Und wir alle wissen, auch hier liegt einer der Schlüssel zum Erfolg. Die Energieeffizienz wird einen wichtigen Beitrag zum Gelingen der Energiewende leisten. Und diesen Erfolg wollen wir alle. Und deshalb muss ich sagen, ist es für mich auch eine Freude, dass wir hier an einem Strang ziehen, dass es Einigkeit gibt. Und ich glaube, es ist notwendig, dass diese Einigkeit zwischen den Bundesländern auch erhalten wird und nicht irgendwo gestört wird, dass irgendjemand dort seine eigenen Geschichten noch machen will. Und deswegen bitte ich Sie, diesen Erfolg mit zu unterstützen. Herzlichen Dank.